Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Crooked Man. Wir sind immer noch im Hotel und schauen uns jetzt mal in der oberen Etage um. Cafeteria. Geht's auch hier lang? Oh ja. Was haben wir hier? 206 bis 209 und die Bar. Ein Hirschkopf. Ein Hirschkopf. Ein ausgestellter Hirschkopf. Aufnahmeraum, also wahrscheinlich Überwachungsraum. 201 bis 205 und Bibliothek. Okay. Wir gehen mal zuerst in den Überwachungsraum. Oder auch nicht Überwachungsraum. Rec Room. Aufnahmeraum. Hä? Ach, für Klavier? Also Musikzimmer. Nennen wir es Musikzimmer. Heutiges Programm. Schönberg. Drei Pianostücke. Ist das klug? Ein großes Piano. Okay, es hätte ja sein können, dass ich drauf spielen kann. Und es hat irgendwas passiert. Gut, bei den Blumen sagt er nichts. Es ist komplett dunkel draußen. Die Uhr ist angehalten. Ein Kamin. Ein Landschaftsbild. Okay. Ah. Vielleicht noch von hier? Nein. Okay. Wir haben ja auch noch die Schatzsuche, was auch immer die zu bedeuten hat. So, Speisesaal. Aber hier. Es müsste ja, wenn dann eigentlich glitzern, wenn hier was ist, oder? Huch, da ist ein Stuhl im Weg. Halt die Schnauze, Handy. In der Bibliothek ist auch nichts. Wir brauchen auch noch. Huch! Also, übermalt. Okay. Übermalt. Das ist dann die Bar. Erstmal gucken wir wegen den Zimmern. Ich glaube, das wären hier meine Lieblingszimmer. Okay, das ist verschlossen. Die verschlossenen kriegen wir bestimmt noch auf. Die übermalten wahrscheinlich eher nicht. Aber wir werden sehen, wo wir noch überall reinkommen. Oh, die ist auch verschlossen. Schade. Manu, ich wollte jetzt einen saufen gehen. Unfair. Okay. Übermalt. Übermalt. Ein normales Zimmer. Okay. Nichts in den Schubladen des Tisches. Nein, 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 Spiegel, sei artig. Auch diese Uhr ist stehen geblieben. Das Regal ist leer. Da ist eine Seite aus einem Notizbuch auf dem Schränkchen. Ja, oh, meine Maus ist noch mitten im Bild. Es war unser besonderer Ort. Sie liebte den schönen Raum mit seinem großen Spiegel. Sie fragte sich jedes Mal, was sie zum Abendessen tragen sollte. Aber jetzt bin nur ich hier. Ich dachte, es würde mir helfen, hierher zu kommen, aber das tat es nicht. Hier ist nur Leere. The rule on this page. Meint er damit irgendwie die Linierung oder sowas? Ich weiß es nicht so ganz. Es passt zu der aus meinem Apartment. Also war der vorherige Mieter auch hier? Ich frage mich, ob er immer noch hier ist. Also wurde er sitzen gelassen, hä? Die Notiz bei mir zu Hause hat das auch erwähnt. Und unser spezieller Ort, er kam mit ihr hierher. Wo könnte er sein? Na, Bar, er besäuft sich. Dresser the mirror is cracked. Ja, der Spiegel ist kaputt. Übermalt. Übermalt. Da hängt auch noch eine Notiz dran. Die Tür ist verschlossen. Es ist eine Notiz an der Tür. Wegen der Inkompetenz der Mitarbeiter und verlorener Schlüssel
ist die Bibliothek momentan geschlossen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Okay, der Schlüssel liegt also irgendwo. Geil. Ja, aber... Wir waren jetzt überall, wo wir rein konnten. Hotelregister. Ja, Hotelregister. Entschuldigung, mein Fehler. Wir waren doch jetzt überall. Kann ich wieder raus? Ich sollte mich hier noch etwas mehr umsehen. Hä? Hey, geht's ja auch noch. Ah nee, Stuff Only. Ist verschlossen. Verschlossen. Übermalt. Wo war denn hier die offene Tür? Hier. Das Badezimmer geht da nicht. Ach ja, warte mal. Ich habe da letztens was rausgefunden. Guck mal hier. Item. Telefon. Feuerzeug. Der Flyer von der Anwaltsschule. Wir haben einen Schlüssel. Stimmt, wir haben einen Schlüssel. Looks like the bathroom. Passt der Schlüssel hier? Nein. Notebook, Zigaretten, Seiten. Und wir haben auch noch den Führerschein, wie so auch immer. Okay, wir haben einen Schlüssel. Und der muss ja hier irgendwo passen. Locked with a passcode. Das wird es also nicht sein. Hier auch nicht. Du warst übermalt. In dich kamen wir rein. Übermalt. Na, wie gut, dass mir das gerade noch einfiel, dass ich den Schlüssel habe. Abgeschlossen. Auch nicht. Da ist Draht drum, da brauchen wir was zum Aufschneiden, aber zum Aufschneiden haben wir nichts. Wie sah es hier drüben aus? Übermalt. Abgeschlossen. Auch nicht. Übermalt. Abgeschlossen. Auch nicht. Übermalt. Okay, finde die Tür, zu der der Schlüssel passt. Ist eins meiner Lieblingsspiele. Hier war nichts weiter. Vermutlich gehört der Schlüssel zur Bibliothek, wäre so meine Vermutung. Vielleicht aber auch zur Bar. Auch nicht. Die hier war noch locked, ne? Ja. Auch nicht. Gut, dann glaube ich tatsächlich, der Schlüssel gehört zur Bibliothek. Hier kamen wir rein, da war aber nichts. Nichts. Hier kommen wir rein, aber hier ist ja nichts. Nope. Na. Alle übermalt. Auch nicht. Ich habe einen Schlüssel, der nirgends passt. Hä? Okay, das kann ich mir nochmal angucken. Benutzt er den Schlüssel dann automatisch oder wie darf ich das verstehen? Ein Feuerzeug. Aber er benutzt es nicht. Oh, warte mal. Das hier? Benutzt du bitte das? Tut er nicht, okay. Ich dachte, ich soll hier die Kerzen vielleicht anzünden, verdammt. Kann ich alles nicht benutzen. Okay, vielleicht muss ich irgendwo Kerzen anzünden. Oder den Kamin? Nein. Nein. Hä, was muss ich machen? Den Hirsch abfackeln. Auch nicht. Hier steht ja auch nichts auf den Tischen und nichts. Und hier geht's auch sonst nirgendwo hin. Ich habe auch keinen Plan, wo die Küche ist. Wahrscheinlich der Stuff-Only-Room, der unten links ist. Ging's hier irgendwo? Nee, hier ging's nirgendwo direkt rein, ne? Na, hallo. Hier ging es auch nirgendwo direkt rein. Hier war nur eine abgeschlossene Tür. Ich bin gerade fett überfragt. Ich sollte mich hier noch weiter umsehen. Nein. Die Tür war's.
Treasure Hunt. Hat er erst den Gedanken, das könnte der Speisesaal sein, aber kommt das hin? 2, 4, 6, 8, 9. Und hinten rechts ist wahrscheinlich der Schatz. Aber ich glaube, das... Oh, doch! Dir, Mami, Daddy, sie war hier drüben irgendwo und da an dem Tisch soll der Schatz sein. Hä? Da ist etwas unterm Tisch? Ein Goldschlüssel. Da ist ein Stück Papier mit dabei. Du hast den Schatz gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Goldkey. Ich vermute mal, die Schlüssel werden automatisch benutzt. Ich weiß es nicht. Muss ich die selber benutzen? Benutzt er die automatisch? Ich gehe mal... Ich habe so die Vermutung, der könnte zur Bibliothek gehören. I used the gold key. Okay, Schlüssel werden automatisch benutzt, wenn sie passen. Sehr gut zu wissen. Also, wir haben den goldenen Schlüssel benutzt. Noch ein Schlüssel. Gib mich Schlüssel. Ein Schlüssel. Schlüssel zu 108. Okay. Die Büchersammlung des Besitzers. Bitte lesen Sie auf Ihren Zimmern. Schrei der Ungesehenen. Hältst du dich selbst für nett? Du hast das nicht zu entscheiden. Es wird vom Ungewissen bestimmt. Oder nicht vom Ungewissen. Es wird Unconsciousness. Aber Unconscious ist doch ohnmächtig. Es wird vom Ohnmächtigen? Naja, ihr wisst schon, was gemeint ist, ne? Selbst wenn du glaubst, dass du ein kaltes Herz hast, bist du tief in dir drin vielleicht warm und emotional. Und sie werden das riechen. Sie werden angezogen von deiner ohnmächtigen Freundlichkeit und sie werden dich fortziehen. Irgendeine Art von okkultem Buch? Ich wette, Paul würde das lieben. Für sein Alter ist er noch viel zu sehr an solchem Zeug interessiert. Scream of the Sightless. Bücher von K bis L. Von I bis J. Von G bis H. Suchen wir was Bestimmtes. E bis F. C bis D. A bis B. Was zum... Dieses Geräusch. Nein. Nein, nein, nein. Ich, N bis M. O bis P. Q bis R. Eine Blume. Eine dekorative Pflanze sammelt Staub. S bis T. U bis V. W bis Z. Okay, das ganze Alphabet ist da. Hallo? Ach halt, für Zimmer 108, aber das ist unten, ne? Genau. Ist hier jemand? Ich glaube, 108 müsste hier drüben sein. Ja. 7, dann ist das die 8. Hab die Tür aufgeschlossen. Sieht wie das Badezimmer aus. Komplett leer. Da ist etwas obendrauf. Ja, dann schiebt ihr doch einen Stuhl ran. Achso, macht er sogar wirklich. Ich muss nur Enter drücken. Jetzt kann ich mir das nehmen, was dort auf dem Schrank liegt. Ah! Ich nenne es mal einen Seitenschneider. Der Cutter, ist das nicht ein Seitenschneider? Auch diese Uhr ist stehen geblieben.
nicht hier, ne? Sondern hier. Wer ist da? Erschreckt die arme Frau doch zu Tode, Mann. So wie sie uns. Ah! Die Nachbarn müssen ja manchmal denken, ich mach sonst was. Tut mir leid, ich bin nur hierher gekommen und das Piano sah so verlockend aus. Also ich, sorry, dass ich dich angeschrien habe. Ich gehöre nicht zu den Hotelangestellten oder so. Aber wer bist du dann? Ich bin David. Ich suche hier nach jemandem. Was ist mit dir? Ich bin Sissy. Ich werde einmal Kaiserin. Hä? Also, Sissy, warum bist du hier? Es könnte gefährlich sein, weißt du? Ich habe schon mal in diesem Hotel übernachtet. Aber ich habe etwas Wichtiges vergessen, also bin ich wieder hierher gekommen, um es zu holen. Verstehe. Hast du es gefunden? Nein, ich suche noch. Es ist nur diese kleine Box, dekoriert mit Rubinen. Aber ich werde nicht gehen, bevor ich sie nicht gefunden habe. Richtig, nun noch einmal, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich werde wahrscheinlich etwas länger hier sein, also könnte ich dir helfen, es zu finden. Wirklich? Das wäre ja großartig. Oh, bitte hilf mir. Aber du musst mir auch einen Gefallen tun. Wenn du einen Mann siehst, ungefähr in meinem Alter, würdest du mir das sagen? Okay. Was haben wir in dem Buch gelesen? Wenn du nett bist, dann werden sie davon angezogen und sie werden dich hinfortziehen. Ich bin skeptisch, was Sissy angeht. Ich meine, hier ist niemand in diesem Hotel. Es ist offensichtlich komplett verlassen. Und auf einmal ist hier eine Frau. Ich werde dann mal gehen. David, passt du auch auf dich auf. Ah, was mache ich hier nur, dass ich einfach so ein Mädchen anschreie? Ich fühle mich irgendwie richtig schäbig. Ja, du kannst nicht spielen, wa? Scheiße, Mann. Spiel doch mal selber. Okay. Was haben wir zuletzt aufgesammelt? Wirecutters. Bis jetzt ist meine Orientierung noch zu gut. Das geht so nicht. Wir haben den Draht durchgeschnitten. Okay. Stuff only. Voll mit allen möglichen Sachen. Der Mülleimer ist voll mit zerknülltem Papier. 4 Kapitel vom Buch sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Wenn du die Seiten findest, erzähl es bitte dem Besitzer. Der Raum des Besitzers, aha. Viele, viele Berichte und Kassenbücher. Huch. Touristenmagazine für das Gebiet hier. Ein Notizbuch. 10.8. Tür in Raum 106, die Badezimmertür von Raum 106 muss repariert werden. Da ist ein Schlüssel auf dieser Seite. Schlüssel zu 106. Oh, kein Türknauf. Ich höre etwas. Ist da drin jemand eingeschlossen? Ich sollte schauen, dass ich die Tür irgendwie aufkriege. So wie das klang, glaube ich das nicht, mein Freund. Aber gut. 106 ist hier drüben. 106. Das ist nicht die 106, das ist die 101. 2, 3, 4, 5, 6. Ach, und hier gehen wir dann auch ins japanische Badezimmer. Es muss japanisch sein, weil Klo und Wanne getrennt voneinander sind. Ein Türgriff. Oh ja, im Bericht wurde das erwähnt, dass irgendeine Tür repariert werden sollte.
Ob der auch an der Tür ohne Knauf funktioniert? Das ist immerhin dieselbe Art. Ich sollte es versuchen. Got a doorknob. Der Spiegel ist dreckig. Das Wasser ist ekelhaft braun. Die Tür hat keinen Knauf und öffnet sich nicht.